Na, hier waren wir doch, oder? Ja. Sieht gut aus. Super Mountain, da macht Spaß. Da steht nichts. Och. Ja, hier waren wir. Hat Spaß gemacht, ne? War auf jeden Fall eine Nummer, die man nochmal machen kann, finde ich. Oh ja. Oh ja. Richtig gutes Zeug. So, wie geht's euch? Habt ihr Spaß am Leben? Ist bei euch alles gut? Ach, das war ja die Geschichte hier, ne? Ja. Ich habe eine Geschichte für euch und die wird mir auch nicht gefallen, wenn ich sie einfach nochmal rekapituliere. Ich bin ja gerade immer noch und pass mal auf. Das ist eigentlich so eine... Das war mehr eine Quest als eine Geschichte. Ich bin losgezogen. Wir haben Essen bestellt und eigentlich wollten wir gerne noch ein bisschen was zu trinken haben. Dann bin ich losgezogen. Und ich wusste, da muss man auch auf jeden Fall sich ein bisschen beeilen. Weil vielleicht da das Zeug gleich geliefert wird. Obwohl die haben gesagt, die würden erst um 17 Uhr aufmachen. Und wir haben, glaube ich, um 15:45 haben wir bestellt. Und ja, da habe ich gedacht, gut, da kannst du ja noch Zeit. Kannst ja noch mal eben schön in den Laden gehen. Ja. So, gehe ich los. Richtung Netto. Und dann habe ich gedacht, yes. Holst du den Wagen, musst du ja machen jetzt. Es ist ja mittlerweile so, dass du ohne Wagen ja gar nicht mehr in den Laden gelassen wirst. Das machen die zur Einlasskontrolle. Und ist relativ sinnvoll, meiner Meinung nach. Aber meistens funktioniert das ja auch nicht so wirklich. So, ich bin auf dem Weg zu den Wagen. Und dann fällt mir ein, scheiße, du hast ja deinen Chip nicht mit. Ja, und dann stand ich noch relativ weit weg von den Wegen. Wegen, Wagen. Niemand weiß, was da der Plural ist. Ich glaube, da geht sogar beides. Mach einfach, wie du möchtest in deinem Leben. Wenn du nicht weißt, wie der Plural geht, mach einfach irgendwie. Das geht schon. Im mündlichen Kommunikationsgebrauch ist sowieso alles erlaubt. Bin ich bisher nicht hierher gekommen, war doch bisher noch machbar, oder? Nee, den Abschnitt hier kennen wir noch gar nicht. Das ist alles eine neue Runde hier. Nice. Und dann war da schon so eine hinter mir. Die sah schon so asozial aus, ne? Manche Leute sehen halt so aus. Tut mir leid. Vor allen Dingen hier in Bochumer Vorort, da hast du teilweise halt Leute, die so ein bisschen beschmiert sind. Und ja, sie auch. Und das Erste, was sie gesagt hat, war, boah, jetzt macht der Idiot da... Was ist das denn für ein Idiot? Und dann guckt sie mir auch noch währenddessen in die Augen. In die Augen hat sie mir geguckt. Aber sie hatte auch die Kopfhörer so auf. Deswegen hatte ich gedacht, ja, sie telefoniert hier mit jemandem. Und ja, das ist ja irgendwie nicht so schlimm, was jetzt passiert, ne? Ja, habe ich noch gedacht. Dann sagt sie, ach so, ja, tschüss. Hat so die Kopfhörer aus den Augen genommen und hat dann mich angeguckt. Und hat dann gesagt, bist du zu blöd für einen Einkaufswagen? Was? Ja, irgendwie so war das. Ich krieg den genauen Wortlaut auch nicht mehr hin, aber es ist ungefähr in die Richtung gewesen. Ja, guck mal hier, Slowdowns. Lob ich mir doch. So, keine Ahnung, was man hier hätte machen müssen. Ich mach das so. Ich mach das einfach irgendwie. Wahrscheinlich wäre das voll die Quest nach einem Springboard gewesen, aber der Maddy, der kann ja fliegen. Das ist dann so ein bisschen witzlos, die ganze Runde hier. Nee. Habe ich mir erstmal auch nichts bei gedacht, habe ich nicht drauf reagiert. Und dann habe ich aus meinem Portemonnaie ein 50-Cent-Stück geholt, weil auf dem Wagen drauf stand, geht auch mit 50-Cent-Stück. 50 Cent, 1 Euro, 2 Euro. Das Ding ist, es geht nicht mit 50-Cent-Stücken. Das habe ich dann quasi in erster Frontlinie dann erfahren. Ja. Und dann stand die da, ist dann neben mich gegangen in die andere Reihe von Einkaufswegen. Und hat mich angeguckt und hat gesagt, du bist auch zu blöd, einen Einkaufswagen zu holen, ne? Was ist denn das? Bist du zu blöd für einen Einkaufswagen? Und, ja, dann, ich gebe zu, das ist jetzt natürlich blöd gewesen, dass ich den, meinen normalen Chip vergessen habe. Aber wenn da drauf steht, 50 Cent geht, dann soll 50 Cent halt auch gehen. Da habe ich gedacht, ja, okay. Dann bin ich noch da rausgegangen aus diesem Rondell und habe mir gedacht, ja, gehst du in einen anderen Laden, wo das mit einem 50 Cent Stück funktionieren könnte. Und dann hat sie mich noch... Ja, verpiss dich, hat sie zu mir gesagt. Und dann habe ich sie angeguckt und dann habe ich wirklich langsam... Ich meine, ich rede ja eigentlich nicht zurück, ne? Aber da war mir dann irgendwie auch das Ganze zu blöd. Habe ich sie gefragt, Entschuldigung, ist alles in Ordnung mit Ihnen? Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Ist irgendwas verkehrt? Und das ist das Lustigste, was mir lange passiert ist. Und dann hat sie mich nämlich angeguckt und hat mich gefragt, kennen wir uns? Ich,
Ja, warum sprichst du mich denn an? Wir kennen uns doch nicht, warum sprichst du mich an? Und dann ist sie ohne Einkaufswagen in den Laden reingegangen. Ich glaube, sie wurde dann auch noch vom Security-Typen dann auch nochmal zurückgepfeffert. Also, ich meine, ja, mich irgendwie beleidigen die ganze Zeit und dann rumstänkern und so und dann die wahrscheinlich ungalanteste Lösung der Welt nehmen. Einfach zu fragen, kennen wir uns, warum sprichst du mich an? Ja, das ist, das war so mein Erlebnis. Aber gut, dann konnte ich nicht in Netto gehen und musste dann in Lidl einkaufen gehen. Und weißt du, was die hatten? Die hatten Klopapier. So. Die hatten Klopapier. Nicht, dass wir es brauchen würden, aber wenn die schon mal haben, dann nimmt man es auch mal mit. Und das ist jetzt, man wird ja zum Problem dann in der Situation. Warum mache ich das? Warum gehe ich nicht einfach? Was ist das eigentlich wieder für ein geiler Rave? Was ist das wieder für eine gute Musik? Es ist immer gute Musik in diesem Hack. Oi! Bruder! Bewegen Sie sich mal ein bisschen langsamer, wenn Sie sehen. Nee, also das war. War anbar. Schon lustig, die Geschichte. Nee, komm, ich hab voll nach links gedrückt und er will es nicht. Ich glaube, das ist die Krux von diesem Hack oder liegt's an SNES 9X? Man weiß es nicht. Ja, ja. Das ist. Und ich habe mich wirklich gefühlt wie so ein Schwerverbrecher da, ne? Weil ich habe extra dann auch so eine. Ich habe so eine riesige Tüte mit dabei gehabt. Und ich habe versucht, meinen Besitz ein wenig vor der Außenwelt zu verstecken. Aus mehreren Gründen. Erstmal war das so eine. Das sah aus wie zwei Packungen Klopapier. Aber es war einfach nur eine mit 16 Rollen. Die haben gedacht, wir lassen heute mal richtig einen raushauen hier. Und wir nehmen einfach mal so Riesenpackungen und packen die in die Auslage. Es hat auch, glaube ich, nicht lange gedauert, bis sie dann wirklich vergriffen waren wieder. So ist das dann eben heutzutage. Aber jetzt habe ich was. Und dann bin ich nach Hause gelaufen und alle, ich schwöre es euch, alle haben mich böse angeguckt. Alle. Wahrscheinlich haben die erstmal gedacht, ja, guck mal, der da, das ist auch wieder so ein Hamsterkäufer, so ein Idiot. Aber ich kann halt nichts dafür, das war halt eine größere Packung. Und wenn die nichts anderes haben, dann haben die nichts anderes. Ich hätte ja eigentlich fragen können, können sie mir einfach mal nur die Hälfte geben? Könnte ich das hier im Laden aufreißen und nur die Hälfte da mitnehmen? Damit die anderen Leute draußen nicht denken, ich sei ein Vollassi? Wäre das in Ordnung? So, das sind rote. Da muss man aufpassen. Oh, Kenner, die Slowdowns in diesem Hack sind echt nicht feierlich. Das ist auch das Einzige, was mich daran stört. Und es kann nicht an meinem Rechner liegen. Das ist ein NASA-Rechner. Das finde ich auch immer lustig, ne? Weißt du, solche super aufwendigen, sagen wir mal, Monster Hunter World kann ich auf höchster Einstellung spielen. Mit stabilen 60 FPS. Aber machst du mal einen Mario-Hack an, ne? Dann ist dann für den Computer fast so schlimm, als würdest du, weiß ich nicht, drei Tabs im Firefox gleichzeitig offen haben und eins davon ist ein Video. Ja. Was ist das für eine gute Musik? Nein, ey, Bruder! Nein! Unten rechts. Ja, ich weiß. Wo darf ich jetzt wieder starten? Ah, hier. Nice. Glaube ich, oder? Darf ich hier? Nett. Freundlich sind sie dann doch noch zu mir. Denn ich habe mich wirklich gefühlt wie so ein Verbrecher. Könnt ihr euch wahrscheinlich vorstellen? Och mein Gott, nee! Ah! Deswegen, alles was du im Leben machst, mach es mit dem Spinjump. Ist egal, was es ist. Gönn dir Spinjump. Ey, was ist das? Wieso komme ich denn an dem Spike da nicht vorbei? Ist das hier der Türsteher oder was? Das ist ein richtig krasser Typ. Er denkt sich auch, boah, die zerschellen alle an meinen Brustmuskeln. So, Ende. Und ich glaube, es liegt auch an der Wärme. Und ich hasse diese Wärme. Jetzt kommen viele und sagen, oh, das ist doch voll schön, wenn es draußen wieder warm wird. Nein. Das heißt doch, ja, ist es. Aber wir bleiben ja nicht draußen. Wir gehen ja nicht raus. Das Einzige, was ich mache, und vielleicht bin ich auch Teil des Problems deswegen, man weiß es nicht, ich lasse es mir nicht nehmen, einen kurzen Spaziergang jeden Tag zu machen. Also wirklich kurz. 5 Kilometer, eine Runde. Ja. Und man wird ja direkt zu einem Gefahrenkörper dann, ne? Heute war auch so ein Vater mit seinen zwei Töchtern dabei. Und irgendwie alle mit dem Fahrrad. Und die sind dann natürlich schnarchlangsam. Wenn da so, weiß nicht, so eine Zweijährige auf dem Fahrrad ist,
Die ist dann ja langsamer als ich, wenn ich zu Fuß unterwegs bin. Und dann wird das alles ein bisschen knifflig. Ich habe nämlich dann... Ja, die bleiben ja immer stehen und haben dann so selbstgemachte Probleme dann teilweise. Hier von wegen, ja, ich möchte jetzt... Ist mir zu warm. Dies, das, boom, bats. So, da muss ich auf jeden Fall hin. Aber ich weiß nicht, wo der P-Switch ist. Da ist der P-Switch. So, wie komme ich denn da hin? Ja, okay. Das ist offensichtlich. Ja, den P-Switch stimmt, den haben wir ja schon mal gefunden. So, warte mal, wie war das? Hier rein. Ja, und dann liefen die da rum. Und ich habe die irgendwann bin ich an denen vorbeigegangen. Dann haben die noch jemanden getroffen, haben sich dort so unterhalten zu 5 Leuten. Und dann bin ich dann in großen Bogen dran vorbei. Man muss ja immer über die Straße gehen, ne? Weil andere Leute ja sind immer wichtiger als man selber, ist ja normal. Vor allen Dingen jetzt heutzutage, da sind andere Leute immer wichtiger. Klar. Und keiner hat mir irgendwie ein bisschen hier im Kopf. Nein, nein, nein. Immer ich. Oh, was? Wo kommt die Musik nochmal her? Kenne ich irgendwoher. Stimmt. Jetzt weiß ich, ist irgendwas mit Mario. Aber der Remix ist gut. Das ist so ein bisschen der Südstaaten-Remix davon. Gefällt mir. Kann man machen. Kann man machen. Richtig gutes Zeug. Warte mal, war hier ein Secret Exit? Nee, ne? Tut mir leid, Yoshi. Aber, ne, da bin ich... da muss ich jetzt mal egoistisch sein. Auch wenn ich das selten bin. Nee, also ich musste dann erstmal da schön über die Straße laufen. Natürlich an so einer... Ich gehe ja immer da lang, wo einfach... Wo ich so antizipiere, dass da niemand ist. Und das ist ja immer was, was nicht funktioniert. Das wissen wir ja. Wenn ich sage, da ist niemand, dann sind da immer 100 Leute. Ja, ne? Ah, Mann. Solche Sachen kriege ich nicht mehr hin. Ey, wird... Ja, hier ist eine Kammer, da ist hier ein bisschen was los, ne? Ja, ich weiß. Schade. So, ne, hier ist kein Secret Exit. Ich sag einfach, hier ist keins. Oh ja. Ich hätte gerne einfach die Musik jedes einzelnen Levels hier als MP3. Da kann ich ein bisschen swaggen zu Hause. Also, warte mal. Uop. Bim, 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 bim. Mit Yoshi wird das wahrscheinlich einfacher. Ich lasse den jetzt einfach mal nicht sterben. Warte mal. Dann halten wir mal hiervon. Bits. 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 Jetzt schießen wir den hier lang, holen uns hier die Feuerblume und sterben nicht hier. Ja, so geht's. Nee. Also das war dann einfach... Und dann bin ich an denen vorbei und dann sind die irgendwann wieder losgefahren. Und ich habe immer so hinter mir gesehen, dass sie dann einfach auch die ganze Zeit versuchen hin und her zu schieben. Ne? Und dann bin ich auch nochmal zur Seite, also wieder mitten in den Wald gelaufen, damit die an mir vorbeigelaufen konnten. Und dann 10 Meter weiter, also der mich vom Yoshi runterschießt hier, das ist schon frech. Das ist schon super frech. Aber ist ja ein Headkiller, ne? Da kann man nicht anders. Ich schwöre es euch, ich konnte meinen Mario nicht bewegen. So. Tschüss. Ey, was in aller Welt ist hier los? What? Habt ihr es gesehen? Der Level ist gefährlich. Und was mache ich hier? Muss ich das aufschießen oder was? Ich habe es nie üben können, weil ich hier auch keinen Power-Up kriege. Das geben die mir einfach nicht mehr. Ja, Scherzen. Hallo. Ich bin gleich fertig, dann können wir zusammen. Und wie fertig ich bin. Wieso ist denn der jetzt hier nicht abgesprungen? Was ist denn mit dem Yoshi hier in diesem Spiel los? Ich habe das Gefühl, der Yoshi, den wir haben, der ist einfach fetter. Ja, das erklärt eigentlich alles. Deswegen lässt er sich nicht auch mit wegschießen, wenn man getroffen wird. All die kleinen Dinge, die sich dann dadurch erklären lassen. Nee! Und der Yoshi lässt sich dann auch... Da muss ich aber vorher auch antizipieren, ne, wie das mit dem Yoshi ist. Wenn ich weiß, dass ich da einfach nicht weiter kann, dann ist das schon knifflig hier. Da muss ich ja jetzt schon planen, dass ich hier ohne... Warte mal, das war doch...
Es funktioniert einfach nicht. Was soll denn der Unsinn hier? Das ist ja grober Unfug. Wisst ihr, wie ich das jetzt mache? Ich gehe jetzt hier nochmal rein in den Level, dann fresse ich den Cooper und fliege durchs ganze... Flieg über den Level. Dann ist vorbei. Dann muss ich ja gar keine Gedanken darüber machen, was ich hier so tue. Dann bin ich ja einfach durch. Siehst du? Ich kann die auch nicht fressen, so richtig. Ganz geil sind bei Mario ja immer die Gegner, die, wenn du die frisst, dann machen die dem Yoshi Schaden. Da, guck mal, man merkt so richtig, wie fett dieser Yoshi ist. Ich spüre das in meinen Fingern. Oh. Ja. All die Szenen, auf die ich eigentlich keinen Bock gehabt hätte. Nein, nicht schon wieder! Mann! Ey, was ist denn los? Ja, Game over. Ja, schön. Tschüss, ich gehe jetzt staubsaugen.